Einen wunderschönen guten Tag hier aus München, aus dem Literaturhaus. Und das Thema von heute lautet Führung im 21. Jahrhundert. Und mein Gast heute, Barbara Niedner. Ich grüße Sie. Dankeschön, ich grüße Sie auch in München. Sie sind Verhaltensbiologin. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Also ich bin Verhaltensbiologie des menschlichen Verhaltens. Also es gibt Verhaltensbiologen, die das Verhalten von Tieren untersucht. Und wir machen sozusagen die Affen und die Menschen. Und ich übertrage das noch in die Unternehmen. Gibt es da viele Unterschiede zwischen den Affen und Menschen? Och, der ist sehr fließend. Ich würde nicht sagen, dass das eine große Abstufung ist. Also es ist fließend, geht das ineinander über. Es gibt viele Verhaltensweisen, die ganz, ganz ähnlich sind. Und dann natürlich vom Intellekt her sind wir natürlich, meinen wir natürlich besser zu sein. Wir sind hier in der Stadt von Franz Josef Strauß. Ja. Das war Führung im 20. Jahrhundert. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Was glauben Sie, wie sich Führung entwickeln wird in diesem Jahrhundert? Also ich gehe mal von der Evolution zurück. Als Verhaltensbiologin sitzen wir ja immer an der Evolution. Und früher gab es die natürliche Autorität. Das heißt, in kleineren Gruppen, wo jeder jeden kannte. Und in dieser Form von Struktur hat sich natürliche Autorität auch wunderbar entwickelt, weil es war im Prinzip wirklich nur die Besten, der auf dem Prüfstand stand. Das heißt also, Führung war für jeden Einzelnen, der geführt war, wichtig, um überleben zu können. Und das ist natürlich ein wichtiges Merkmal, weil da natürliche Autorität einfach auch natürlich entstehen kann. Dann haben wir ganze Jahrhunderte, bis Franz Josef Strauß ist natürlich ein schönes Beispiel, von Macht auf wenige, die ganz extrovertiert waren und letztendlich die Gefolgten nicht kannte. Das heißt, wir haben Führung mit klarer Macht gehabt. Das heißt, die Gefolgten kannten zwar ihre Führung oder ihren König, ihren Pharao, so fing das ja auch alles mal an, aber der Pharao kennt natürlich nicht seine Gefolgten. Und Franz Josef Strauß kannte natürlich uns auch nicht. Ich war damals zumindest noch Kind, kannte uns natürlich nicht. Und das ist, denke ich, der Schwenk, der wandert jetzt, dass man im Prinzip wieder hingeht. Die Anonymität bleibt. Man hat über Lean-Management angefangen, in Unternehmen Hierarchien abzubauen und fängt jetzt in diesem Jahrhundert an, dieses Art Mitmachen, dieses Mitwirken, Mitgestalten. Das kommt viel mehr in den Vordergrund, was sich natürlich auch durch dieses neue Internet, durch dieses Interaktion massiv in diesem Jahrhundert etabliert hat. Sie sind ja Top-Beraterin bei den Unternehmen. Ja. Wie weit sind die Unternehmen? Haben die das wirklich in voller Gänze verstanden, dass sich da jetzt was tut, oder hinken die hinterher? Ein großer Konzern wird immer in der Natur etwas hinterherhinken, weil wenn ich 100.000 Mitarbeiter in einem Konzern habe, kann ich die nicht natürlich führen wie eine kleine Gruppe von Schimpansen oder Naturvölker, also wo ich noch jeden kenne. Also ein Vorstandsvorsitzender kennt nicht mehr seine Mitspieler, die dort sind. Und dadurch entstehen natürlich Strukturen, die nicht unbedingt immer ideal sind. Aber sie haben durch Matrixstrukturen, sie haben durch unterschiedliche Organisationsstrukturen, versuchen sie mehr und mehr wieder die Fläche reinzubekommen und letztendlich Ideen im Wettbewerb ausloten zu lassen. Das fand ich jetzt letztens auch, wo ich sage, eigentlich sind doch diese Entscheidungsmarathons in der Natur Zeitverschwendung. Also das dauert ja ewig. Da sind hochkarätige Fachkräfte, Ingenieure damit beschäftigt, Ideen etappenweise hochzubekommen. Und das ist ja wertvolle Ressourcen, die verbrannt werden. Das macht die Natur ja gar nicht. Also sowas würde die Natur als Verschwendung betrachten. Aber auf der anderen Seite sagte mir jetzt letztens ein Ingenieur, ja, aber da tun sich die besten Ideen rauskristallisieren. Also es entsteht so eine Art evolutiver Ausleseprozess in diesen Unternehmen, in diesen Projektstrukturen, in den einzelnen Projekten. Welche Ideen haben Einfluss und kommen nach oben und welche nicht? Und da spielen natürlich die einzelnen Mitspieler oder Führungskräfte oder Spielführer jetzt eine ganz, ganz große Rolle, weil wenn sie nicht mehr disziplinarisch führen können und die Mitspieler mitspielen wollen und nicht nur noch Zuschauer sind und ausführen, dann ist natürlich die natürliche Autorität sozusagen das A und O. Das heißt also, ich muss, um ein Thema, eine Idee voranzutreiben in so einem riesen Konzern wie BMW oder Siemens, muss ich im Prinzip Gefolgschaft schaffen. Ich muss Leute haben, die sagen, wow, bei dem gehe ich mit, dem vertraue ich, dem traue ich zu, dass er eine tolle Idee hat und sie nach vorne treibt. Das ist jetzt erstmal spannend, wenn so ein großes Unternehmen sie holt, ja. Also die Alpha-Männchen sagen, Frau Niedner, kommen Sie mal. Machen die das wirklich, um sich weiterzuentwickeln, oder ist das so eine Art Greenwashing im Sinne der Demokratisierungsstrukturen?
Ja gut, sie werden ja getrieben. Also sie müssen ja letztendlich auch auf den Markt eingehen. Also aktuell sind wir in einem Technologierennen weltweit. Also alle westlichen Industriestaaten müssen sich ja diesem Rennen geben momentan. Ob der sinnvoll ist, ist ein Thema, weil ich sage, die Natur wächst nicht 20%, wie wir es mal hatten, jedes Jahr. Also dann würde der Baum ja schon beim Mond ankommen. Also das ist ja eine unlogische Form. Aber wir leben oder überleben momentan in unseren Wirtschaftsstrukturen ja nur, wenn wir wachsen. In der Natur geht das gar nicht. Also man kann nicht immer wachsen in der Form. Und wenn wir natürlich immer wachsen wollen, brauche ich ständig Neues, muss ständig neue Ideen haben, muss up to date sein. Innovation spielt natürlich für unsere Kultur enorm eine Rolle. Also wenn wir nicht mehr wachsen können im Sinne von Krebszellen, sondern in Qualität wachsen wollen. Genau, dann muss ich Neues schaffen. Ich muss neue Ideen haben. Und um neue Ideen ständig, egal bei welchen Produkten, vorantreiben zu können, muss ich natürlich die kreativen Köpfe, Ideen auch eine Chance geben. Das heißt also, Greenwash in allen Ehren, sie müssen ja letztendlich aktiv werden. Wir haben über Unternehmen geredet. Sie bringen auch Leuten bei der Bundeswehr einiges bei. Das hat mich wirklich überrascht, als ich sie so sah. Was machen Sie da bei der Bundeswehr? Haben Sie so eine Uniform? Nein, um Gottes Willen. Ich bin da an der Universität. Das heißt, wir sind wissenschaftlich dort aktiv als Dozentin und nicht als... Mit Militär habe ich gar nichts zu tun, außer dass die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr machen. Aber es ist sehr spannend, ihre Führungskultur auch zu erleben, weil die haben mir das auch sehr klar erklärt, mit was ist Auftragstaktik, was ist Befehlstaktik. Und Auftragstaktik hat was sehr Kreatives in sich. Das heißt also, ich muss einen Auftrag erfüllen, um dort anzukommen. Die Lösung oder der Weg dorthin, das muss der Einzelne, die Gruppe sich ausmachen. Und da spielt natürliche Autorität sogar eine relativ große Rolle. Und was ist Befehlstaktik? Befehlstaktik ist das klassische amerikanische Militär. Die halt dann, die müssen einen Befehl XY versorgen, eine Gruppe. Und ob das der Feind dann bekommt, ist auch egal. Hauptsache, ich habe meinen Befehl ausgeführt. Da ist wenig Logik, wenig Intelligenz dahinter. Und diese Auftragstaktik empfinde ich schon. Also ich mache so Übungen, auch so erlebnispädagogisch, wo sie gemeinsam was lösen müssen. Da muss ich sagen, da sind sie teilweise sehr, sehr viel schneller, als das Unternehmen können, weil sie das gelernt haben, aus dem FF zu beherrschen, egal was für Rahmenbedingungen herrschen. Das ist sehr spannend. Führung im Bereich der Medien und der Politik, wie sehen Sie das? Wird sich da was tun oder bleibt das so, wie es ist? Als Verhaltensbiologin betrachte ich das sehr, sehr kritisch, weil Medien werden durch Aufmerksamkeit gesteuert. Das ist einer der wichtigsten Elemente. Also wenn ich einen Führungskraft oder einen Projektleiter in Unternehmen hat, wird ihm seine natürliche Autorität, kann ich daran messen, wie viele Menschen ihn anschauen. Das heißt, schauen ihn viele Menschen in seinen Projekten mit seinen Ideen, in seiner Besprechung an. Schafft er das sozusagen in einem großen Meeting, alle auf sich zu lenken und alle Mitspieler zum Spielen zu bewegen, dann kann er eine natürliche Autorität entwickeln und seine Idee vorantreiben. Also das hat eine sehr schöner, natürlicher Mechanismus, den ich auch in meinen Seminaren und Coaching mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften übe und auch genau erkläre, wo können sie da mehr Aufmerksamkeit wecken. Also das ist ein ganz spannender Prozess. Bei den Medien und bei der Politik ist aber das Problem, dass ich Millionen Einschaltquoten habe. Das heißt, die kriegen wie so ein Produkt, eine Marke, kriegen die einen Markenwert, unabhängig davon, was sie für einen Wert haben, weil halt eine Million sie angeschaut haben. Und das heißt, der Inhalt kommt dann im Prinzip sekundär nach hinten. Es werden keine Botschaften mehr verkündet. Und damit sinkt für mich die Qualität oder der evolutive Prozess, dass das Gute das Beste überlebt. Ich habe was ganz Spannendes bei Ihnen mitbekommen. Ja. Sie sagen, ein Mensch vertraut eher jemanden, den er nicht mag, aber seit Jahren kennt, als jemanden, der ihm völlig unbekannt ist. Woran liegt das? Wir messen ganz quantitativ, wen ich kenne und wen ich nicht kenne. Natürlich wege ich dann irgendwann mal ab, ob ich jemanden nicht leiden kann und sowas. Das auch dann kommt auch Cortisol, also das ist Stresshormone hoch, wenn ich jemanden nicht leiden kann. Aber prinzipiell ist es ein rein quantitatives Maß. Also in der Natur, bei den Affen, hat man dieses Konzept der Aufmerksamkeit entwickelt. Darum geht es wirklich quantitativ, wie oft ein Affe angeschaut wird, wie hoch er in der Hierarchie ist.
Also wenn ich mir die Affen in den Talkshows angucke, die haben ja auch einen Markenwert, oder? Ja, die haben sehr hohen Markenwert zum Teil. Hohe Aufmerksamkeitspotenzial, ja. Und was allerdings nicht bedeuten muss, dass sie eben die Fähigkeiten mitbringen, die womöglich gefragt sind, um Probleme zu lösen, sondern vor allem die Fähigkeiten und noch mehr Aufmerksamkeit, um sich auf sich zu lenken. Ja, die Aufmerksamkeit selbst der Person, das glaube ich, ist gar nicht mal so das Thema. Es ist ja die Technik, die einem das dazu bringt. Also wenn ich im öffentlichen Fernsehen in einer Talkshow bin, habe ich einfach so und so viele Millionen Zuschauer. Also in dem Moment lernen die natürlich, die Politiker, das sieht man ja richtig in diesen Talkshows, die lernen ja, sich nicht unterbrechen zu lassen. Und die rechnen ja genau danach aus, wie viel Zeit haben sie es geschafft. Auch diese schönen Elefantenrennen heißen ja auch immer, da wird ja dann ausgemessen, wie viel Zeit hat der eine reden können. Also lernen die einfach durchzureden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ob das irgendwas bringt, ob der andere damit interaktiv mit eingespielt wird, das interessiert nicht. Es geht nur darum, wer hat die längste Redezeit, wer schafft es, dass die Kamera ihn am längsten in das Millionenpublikum eigentlich bringt. Eigentlich ist es total traurig. Ich finde es ja total schön, dass Sie mit Humor an die Sache reisen. Ja, darüber kann man nur lachen. Darüber muss man lachen. Und ich finde es immer sehr schade, dass eigentlich Persönlichkeiten, die wirklich Ideen haben, also ob es Unternehmer sind, die wirklich Ideen vorangetrieben haben, die uns als Mensch, also wann sehe ich mal einen Vorstandsvorsitzenden im Fernsehen, der in Ruhe wirklich mal erzählen kann, was er tut? Den sehe ich nicht im Fernsehen. Ich sehe auch Wissenschaftler immer nur in abgehackter Form oder so. Also sobald es interessant wird, intensiv wird, sehe ich sie nicht mehr, weil man immer die Marken bringen muss. Ja. Ich habe ja meinen Trick hier bei meinem Format. Ich nehme immer die Marken und dazwischen mische ich die Qualität rein. Und ich habe immer ein bisschen auch heute das Gefühl, dass sie auch ein bisschen Qualität mitbringt, vielleicht sogar einiges. Und habe regelmäßig angefangen, mit Gunter Dück und Harald Lesch jetzt Folgen zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch öfter sehen, Frau Liedner. Ja, und das dann bei Affen. Das nächste Mal im Zoo. Genau, im Zoo ist das genau das passende Umfeld, ja. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um kurze Assoziationen. Einradfahren. Ja, da ist mein Sohn aktiv, der ist Weltmeister im Einradfahren. Und das ist eine schöne Sportart, wo man lernt, immer einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Ja. Zweiter Begriff, weibliche Führung. Das ist für mich was ganz Wichtiges, dass Frauen nicht in männliche Rollen fallen, sondern wirklich ihre Weiblichkeit in der Führung erhalten und wirklich versuchen, jetzt weiblich zu führen, weil das ganz viel mit Nachhaltigkeit für mich zu tun hat. Also das hat ein Prinzip, wo wir eigentlich auf Dauer viel langfristiger überleben können. Und dafür gehört für mich Weiblichkeit. Und jede Führungskraft, die jetzt nach oben kommt, bitte bleibt weiblich und lasst euch nicht männlich sozusagen in ein männliches Modell pressen. Anders als Ali Schwarzer und das beigebracht hat. Nein, also ich bin der Meinung, man muss weiblich. Natürlich muss ich auch trommeln lernen und ich muss auch lernen, mich bekannt zu machen. Und ich muss als Frau auch schauen, dass ich in die Medien komme und ich muss auch gucken, natürliche Autorität zu entwickeln. Aber das kann ich auch weiblich. Und bei Affen haben die Frauen am meisten zu sagen. Da schafft kein Mann oben lange zu bleiben, wenn die Weibchen sie ihn nicht unterstützen. Dritter und letzter Begriff. Lust auf Neues. Das ist ja auch ein Seminarthema von mir und Lust auf Neues ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil wie generiert die Natur Neues? Wir sind auf die Welt gekommen, da gab es noch nicht mal digitale Technik in der Form, also sie gab es schon, aber das Internet gab nicht. Das heißt, ich muss immer wieder lernen, mich an vorhandene Umweltbedingungen anzupassen. Und wir haben von der Natur aus einen ganz, ganz tollen Mechanismus mitbekommen, dass wir dann Lust- und Glückshormone ausstrahlen, wenn wir uns mit Anstrengungen neuen begegnen. Und da entsteht sozusagen diese Art Flow, dieser Lustfaktor, zu sagen, wow, das bringt mir was und das bringt mir diese Freude. Sie bringen Leuten auch Flirten bei und sie haben Lust gemacht bei mir, will ich das so sagen. Okay. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, Frau Niedermann. Okay, danke schön, Herr Aslak. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Mein nächster Gast, Stefan Brunner von der fantastischen Band Schandmaul, auch in München. Bis zum nächsten Mal.